Nicht in Matthäus 26, nicht in Matthäus 15, in deinem antichristlichen Geist steht das. Wie kommen die auf solche Aussagen? Wenn der Heilige Geist auf sie wäre, so würden sie bekennen, dass Jesus Christus der Herr der Herren und der König aller Könige und der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Da sie aber nicht den Heiligen Geist haben, so können sie nicht glauben und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Denn nur vom Geist Gottes des Vaters kann ein Mensch wissen, wer Christus ist. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren möchte. Mir hat er es offenbart und ich sagte, mein Vater im Himmel ist Gott, Jesus Christus. Und da brauche ich nicht irgendwelche Hampelmänner und Strohmänner, die nicht den Heiligen Geist haben und irgendwelche antichristlichen, schwachsinnigen Aussagen von sich geben. Mit ganzer Liebe und ganzem Respekt. Wo steht in der Bibel, dass Jesus an Weihnachten auf die Welt kam? Du kannst es auf jeden Fall selber ausrechnen, dass die Marienempfängnis am 25. März war und wir 9 Monate darauf addieren und wir den 25. Dezember haben. Wenn du nicht glaubst, dass es am 25. Dezember oder am 24. war, gut und schön, aber lass mich in Ruhe mit eurem Gerede jedes Mal aufs Neue. Ja, aber er wurde nicht da geboren, er wurde Laubhüttenfest und so weiter, beweise es mir. So, wenn es nicht unbedingt heute oder morgen ist, wir feiern aber dennoch, dass Jesus geboren ist. Wir gedenken daran an diesem Tag. Und was ist daran so schlimm, dass wir am 25. Dezember daran gedenken, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus? Hauptsache, wir haben einen Tag, wo wir das tun. Der Islam siegt. Jesaja 66, 15 bis 17, 600 Jahre vor Christus prophezeit, dass der Islam vernichtet wird und ihr von der Hand des Herrn Jesus getötet werdet, wenn ihr eine Umma, ein Kalifat in Israel haben werdet, Offenbarung 19, und ihr sehen werdet, dass ihr getäuscht wurdet vom Teufel in ein verfluchtes falsches Evangelium und einen falschen Jesus und einen anderen Geist, den ihr empfangen habt. Offenbarung 19, 11 bis 21, Jesaja 66, 15 bis 17, die Zerstörung und die Vernichtung des Islams. Junge, du bist besessen vom Islam. Ich bin nicht besessen vom Islam, aber wenn ich solche antichristlichen Kommentare in meinem Livestream bekomme, dann werde ich dementsprechend auch antworten, weil ich bin der Chef hier, ich bin der Boss hier, ist mein Livestream. Und wenn mein Livestream dir nicht gefällt, dann adios amigos muchacho und halas habibi elbi. Auf Wiedersehen. Und wenn du was lernen möchtest vom Heiligen Geist, wenn du Respekt und Ihtiram, Sheref und Namus hast, bisschen Ehre und nicht beleidigst, dann hör zu. Mein Lieber. Das ist ein christlicher Live. Wir glauben und bezeugen vom Heiligen Geist, dass Jesus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist, das Lamm Gottes, das seit der Erschaffung der Welt geschlachtet worden ist, vorherbestimmt vom Vater in Ewigkeit, dass er in seine Schöpfung kommen wird. Das ist vom Geist Gottes. Und wenn du das nicht glauben kannst, dann bist du aus dem Geist des Antichristen. Dann bist du vom Widersacher getäuscht. Und es tut mir leid, das ist ein christlicher Leib. Und wir verkündigen den Sohn Gottes von Nazareth, den gekreuzigten, wahrhaftigen Sohn des lebendigen Gottes, mein Herrn und meinen Gott, Johannes 20, 28. Und wenn dir das nicht gefällt, wenn dein antichristlicher Geist diese Worte nicht möchte, dann adios, amigos, links, rechts, tschüss, Habibi. Es sind nicht die Augen, die blind sind, sondern die Herzen. Das ist Johannes aus dem Johannesevangelium und aus dem Alten Testament, den Mohammed rausgeklaut hat, den Vers. Genau der Vers mit ihren Augen sind verhärtet und so weiter, ihr Herz ist verhärtet. Das ist für euch Muslime geschrieben. Das wurde prophezeit auf euch Muslimen.
Dieser Vers ist gegen euch und ihr verwendet das gegen uns. Nein, dieser Vers ist genau für euch Muslime. Soll ich dir den Kontext vorlesen von dem Vers? Der bezeugt ganz klar, dass ihr Scharlatane eines Tages genau das tun werdet, nämlich den Herrn der Herrlichkeit zu verleugnen. Sein Werk am Kreuz verleugnet ihr und seinen Titel Christus verleugnet ihr. Und ich sage euch was, die ihr keine Ahnung vom Islam und vom Sunna und vom Koran habt, ihr Heuchler, wie Johannes gesagt hat, ihr Schlangenbrut, Ottergift ist unter euren Lippen mit eurem antichristlichen Gerede. Isa. Nein, dein Isa, Salami wa Salam, existiert nicht. Auch dein Mohammed, Sim Salabim wa Salam, hat gelogen. Dein Sim Salabim wa Salam ist ein Lügner. Die Bibel warnt uns vor deinem Mohammed. Die Bibel warnt uns vor dem Koran. Die Bibel warnt uns vor dem 6. Jahrhundert, der eintreffen wird, wo der Teufel in Lichtgestalt als ein Engel Gabriel deinen Mohammed getäuscht und verführt hat. Galater 1, Vers 8. Nee, Galater 1, Vers 6 bis 8. Und in 1. Korinther, der Satan verkleidet sich selber als Engel des Lichts. Die ganzen Christen haben Mohammed nicht angenommen. Die wussten, der labert nur Blödsinn. Sie wussten, 2. Johannes, aha, der Geist des Antichristen wird kommen, aha. Aha, was lesen wir da? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn Gottes leugnet, arabische Christen haben das bezeugt, arabische Christen vor euren Schlangenreligionen. Wer den Sohn Gottes leugnet, haben die arabischen Christen bezeugt, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes bezeugt, der hat den Vater. Dann kam er mit einer schlangenartigen Botschaft, dass Gott keinen Sohn hat. Die ganze Welt hat da geglaubt, Gott hat einen Sohn. Das steht im Alten Testament, Psalm 2,7, Sprüche 8. Die ganze Bibel ist voll damit. Und dann kommt irgendein Scharlatan durch den Geist des Antichristen namens Mohammed, Simsalabim Wasallam, und sagt dann, nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist zu stolz und zu hochmütig, sich einen Sohn zu nehmen, in der Sura Al-Ikhlas. Das ist Blasphemie zu sagen, Gott hat keinen Sohn. Gott ist ein Wesen mit seinem Sohn. Er ist eine Essenz mit seinem Sohn. Er ist das Wort des Vaters, sein ewiges Wort, was Mensch wurde. Jesus war kein Mensch vor seiner Menschwerdung. Sein ewiges Wort hat Fleischlichkeit angenommen. Und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Ihr Schlangenbrut, die ihr jedes Mal in mein Livestream mit eurem Ottergiftsachen hier irgendwas reinschreibt. Möge der Herr euch die Augen öffnen. Das ist Ermahnung. Weißt du, was Ermahnung ist? Hast du mal eine Ermahnung von deinem arabischen, muslimischen Vater bekommen? So reden wir auch in Ermahnung und in Liebe, dass ihr falsch liegt. Und dass der Geist des Antichristen im Islam sich offenbart hat. Und dass der Islam laut der Bibel die Religion des Antichristen und des Teufels ist. Wir haben über 340 Verse in der Bibel gegen euren Islam. Über 100 Verse im Buch der Offenbarung, wo Jesus uns vor eurer Religion warnt. Und eure Religion, die Kaaba wird vernichtet, Offenbarung 18 wird euer Götzenstein vernichtet und in Offenbarung 19 wird der gesamte Islam mit ihren Anhängern vernichtet. Vor dem, der auf dem weißen Pferd kommt. Und sein Name ist das Wort Gottes, König der Könige, Herr der Herren. Und dann in Offenbarung 19, 18 bis 21, dann wird eure Umma ein für alle Male zerstört werden. Und euer ach so geliebter Prophet, Offenbarung 20, Vers 10, kommt in die Feuersee. Die Worte der Bibel, nicht meine Worte. Ihr seid getäuscht. Ihr seid eine heidnische Götzenreligion, die aufgebaut ist auf Götzen. Mohammed war ein Götzendiener, der ganze Quraysh-Stamm war Götzendiener. Wenn du damals kein Jude und kein Christ warst, warst du Götzendiener. Allah ist ein Götze. Allah ist ein Götze. Er hat ein Schienbein, er hat zwei rechte Hände und drei Töchter. Al-Manat, Al-Walad und Al-Wuzad. Und die Quraishis haben geglaubt, die drei Töchter von Allahs bringen die Gebete zu Allah. Die Umrundung der Kaaba, heidnisch, pagan, Götzendienst, haben sie vor dem Islam gemacht.
Oh, wir müssen 7-mal umrunden, dann Allahumma barik werden wir von unseren Sünden. Guck mal, ihr glaubt, dass man durch die Umrundung eines Steines Sünden vergeben kann, aber ihr glaubt nicht, dass Gott Mensch wurde und ein Sühnopfer durch das Kreuz getan hat für unsere Sünden, obwohl die Bibel sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünden. Ihr seid so blöd, tut mir leid, dass ich das sage, dass ihr glaubt, dass ihr irgendeinen Stein umrunden könnt, um eure Sünden zu vergeben. Aber ihr glaubt nicht, dass Gott in Christus die Sünden der Welt an das Fleisch des Sohnes Gottes gerichtet hat. Shame on you, dass ihr so delusional seid und so voller Heuchelei. Die wahre Botschaft der Ewigkeiten ist das Evangelium. Und das sagt Petrus, der heilige Petrus im Petrusbrief. Selbst die Engel Gottes wollen in das wahre Evangelium hineinsehen und mehr davon erfahren, was in diesem Buch geschrieben steht. Selbst die Engel Gottes sind so neugierig. Und da steht auch im Petrusbrief, dass die Kreuzigung, dass der Vater den Sohn auserwählt, seit der Erschaffung der Welt an, war es der Plan Gottes. Der Vater spricht zum Sohn, mein Sohn, du wirst eines Tages im Laufe der Jahrtausende oder Hunderttausende, wirst du in die Schöpfung gehen und du wirst Mensch werden und du wirst für die Sünden unserer Geschöpfe sterben. Denn unsere Geschöpfe, die Menschen, die wir erst später erschaffen werden, die werden in den Sündenfall geraten und du wirst dann mein Wesen, mein ewiges Wort, Gott, der du bist, wirst Mensch werden und du wirst dann durch die Propheten prophezeit werden und wie durch den Propheten Daniel exakt in Bethlehem, exakt in dieser Zeit geboren und wirst unsere Kinder nach Hause holen. Das ist die Botschaft des wahren Gottes, der Liebe ist, der sein Leben gegeben hat, der Liebe ist, voller Liebe. Und kein Allah, Sura 11, der Jahannam mit den Menschen und mit den Dschinns auffüllt. Die Bibel sagt, jede Seele wird das Evangelium hören. Ihr habt das Evangelium gehört. Die frohe Botschaft. Gott wird Mensch in Jesus Christus, wird sein Volk herausretten, wird am Kreuz sterben, um die Welt zu erlösen. Diese Botschaft ist dein ewigliches Zeugnis für das ewige Leben. Oder diese frohe Botschaft wird für dich, für die Botschaft, dass du in die ewige Verdammnis kommst. Du wirst Jesus als Anwalt oder als Richter haben. Es gibt kein Kursi Allah, es gibt diesen Schwachsinn nicht, euer Ayat al-Kursi, was ich gelesen habe, dass Allah an seinem Thron und dieser Blödsinn. Nein, in Römer 14 steht, vor dem Richterstuhl des Christus, Kursi al-Yesu al-Messih, Yeshua ben Zaret. Genau vor ihm werdet ihr stehen. Ich hab's leid, immer dieses antichristliche Geschwafel von euch mir anzuhören. Ganzer Liebe und ganzen Respekt. Durch den Heiligen Geist lese ich die Kommentare der Kinder Gottes und eure Kommentare sind sofort antichristlich, teuflisch. Möge Allah dich recht leiten, Gott hat keinen Sohn und so weiter, was ihr da blasphemiert. Wenn ich das lese, der Heilige Geist betrübt sich. Er kennt die Wahrheit. Es ist der Geist der Wahrheit. Und deine Rechtleitung kannst du dir sonst wo hingeben. Dein Allah hat noch nie jemanden recht geleitet. Die Schlange, die im Garten Eden von Anfang an den Menschen verführt hat. Wenn du in der Bibel liest, wirst du sehen, dass dein Gott genau der Widersacher ist. Aber keine Sorge, ne? Da steht, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So, jetzt gehen wir im Buch der Offenbarung. Offenbarung 5. Und
Und ich sah und ich hörte eine Stimme und viele Engel rings um den Thron Gottes und die lebendigen Wesen, die Seraphimen und die Cherubimen und die Ältesten, und ihre Zahl war von den Engeln 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm Jesus Christus, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, ihr Muslime auch, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, dem Vater und dem Lamm Jesus Christus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt: Von Ewigkeit zu Ewigkeit wirst du Jesus anbeten, auch als Muslim. Du wirst als Muslim auf deine Knie gehen und sagen, und deine Shahada wirst du wegschmeißen. Du wirst deine antichristlichen Geschwafel wegschmeißen. Deine Zunge wird bekennen, dass Jesus Gott der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dein Knie wird sich automatisch beugen. Und deine Zunge wird bekennen, alle Geschöpfe im Himmel, alle Milliarden von Menschen, von Adam bis und Eva, bis zum letzten Menschen der Buch der Offenbarung, bis die Erde vernichtet wird, wird bekennen, dass Jesus Gott der Herr ist. Ob du möchtest oder nicht, mein lieber Muslim. Da steht jedes Geschöpf. Ja, viele von euch werden ihr Knie beugen, aber leider nicht auf der Erde. Und ihr werdet gezwungen werden, euer Knie zu beugen. Und dann geht es in einem Ort weiter, das ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche und wo jede Seele, die da hinkommt, sich wünschen wird, niemals geboren werden zu sein und existiert zu haben. Was da auf die Seelen wartet, und wir reden nicht von der Hölle, ich rede nicht von der Hölle, und die Hölle ist schon bestialisch. Glaub mir, was ich durch die Visionen von den Geschwistern gesehen habe, was da abgeht. Aber nein, wir reden nicht mal von diesem Ort von Hölle. Wir reden von der Feuersee. Und die Feuersee ist ein Ort, wo jeder hinkommt, der nicht an den Sohn Gottes glaubt. Jede Seele, die nicht an den Sohn Gottes glaubt. Bis auf die Menschen, die im Alten Testament, die Gerechten, die Jesus auf jeden Fall mit in den Himmel aufgezogen hat. Aber als Jesus gekreuzigt wurde und den Fürstentümer und den Gewalten, den Dämonen entwaffnete, dass der Petrusbrief sagt, als Jesus gestorben ist nach der menschlichen Weise, ist Jesus ins Totenreich gegangen, hat den Schlüssel der Hölle, des Abgrundes genommen, hat die Dämonen entwaffnet und hat die Gerechten in den Himmel aufgenommen und ist am dritten Tag wahrhaftig auferstanden. Das ist die Lehre. Und darum will der Teufel unbedingt dich täuschen in eine Religion, die den Sohn Gottes verleugnet und die Kreuzigung. Denk dir mal nach. Der Teufel wurde durch das Werk am Kreuz, was Jesus getan hat, gerichtet. Der Teufel ist intelligent. Natürlich wartet er 600 Jahre. Er hat 600 Jahre einen Plan geschmiedet, um die beste Religion zu gründen, was euch alle in die ewige Verdammnis bringt oder in den Himmel. Der Teufel hat raffiniert einen guten Plan gemacht. Warum? Ich habe auch durch die Visionen von den Geschwistern gesehen, dass im zweiten Himmel, im Kosmos, in Epheser 2 steht auf jeden Fall, glaube ich, auf den Himmelherrscharen. Irgendwie so ein Begriff muss ich dann nochmal nachlesen. Aber da steht, dass die Teufel, dass Satan und seine Dämonen im zweiten Himmel Pläne schmieden. Glaub mir, sie haben 600 Jahre einen guten Plan geschmiedet und dann ist der Islam gekommen. Genau das, was sie geschmiedet haben. Eine Religion, die das Werk am Kreuz, das Erlösungswerk, was Gott für uns getan hat, zu verleugnet und den Sohn Gottes. Gruselig sowas, gruselig. Wirklich gruselig an Dämonen, die einfach deine Seele in die Feuersee bringen wollen. Und ich verwette meine Seele darauf, meinen Körper, kann ich dir sagen, auf jeden Fall, nach deinem Tod wirst du nicht das Gottesbild im Islam sehen, wirst du niemals. Weder ein Mohammed, noch irgendeiner, der sich irgendwie Gott oder ein Gesandter nennt.
Nach Jesus gibt es keinen Gesandten mehr wie Mose. Gibt's nicht. Jesus ist die Erfüllung. Der Sohn Gottes ist die Erfüllung aller Propheten. Und ich bete zum Vater in Jesu Namen, dass euch die Augen geöffnet werden. Sage ich euch. Und mir egal, beleidigt mich, hasst mich, verfolgt mich, ist mir egal. Danke für den Cowboyhut und für die Geschenke. Ich habe keine Angst vor Menschen. Fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, den Körper und die Seele in der Hölle zu vernichten. Und das ist Jesus. Ich mache kein Fitna. Wahrheit. Ob du diese Wahrheit annehmen möchtest, Jesus sagt, ich bin dazu geboren, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn du aus der Wahrheit bist, hörst du die Stimme Gottes. Du folgst dem Heiligen Geist, du folgst dem Sohn Gottes. Bist du aus der Lüge, folgst du auch nicht dem Sohn Gottes und hörst auch nicht die Stimme des Herrn. Danke für eure Geschenke. Danke, Bianca und die anderen. Ach. Verunka, danke schön. Woher kommst du? Ich bin geboren in Syrien, bin Kurde aus Syrien und seit 24 Jahren in Österreich. Erfunden. Warte, bis du deinen Körper verlässt und die Wahrheit siehst, was ich dir gerade gesagt habe. Danke für den Cowboy, für die Geschenke. Dankeschön. Gott segne euch. Gott segne dich, Bianca. Danke. Ganz viele Dinge, das Weihnachten heidnisch und satanisch ist. Brauche ich nicht, ich habe genug über Weihnachten gesprochen. Dein Allah kann niemanden recht leiten. Sure 354. Sie schmiedeten einen Plan, Allah schmiedet einen Plan und Allah ist der beste Listenschmied, der beste Täuscher. Der Täuscher aus Offenbarung 12, der Satan, der den ganzen Erdkreis täuscht. Wie will er mich rechtleiten, wenn er 18 Jahre meines Lebens sich nicht geoffenbart hat? Wo war dein Allah, als ich mich selber töten wollte damals, als ich ein Muslim war? Wo war er? Wo war dein Allah? Ein Gebet im Namen Jesus Christus und der Herr hat sich mir geoffenbart. Dankeschön für die Geschenke, Gott segne euch. Dankeschön, Bianca. Gott segne dich. Wie heißt dieser Chant? Albo Hinein, oder wie man das ausspricht. Albo Hinein von Sameh Atta. Der Teufel hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Weißt du, was du gerade getan hast? Du, mein Lieber, Kind des Ungehorsams, Kind des Antichristen, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast gerade genau das getan, was die Juden auch zu Jesus gesagt haben vor 2000 Jahren und gegen den Heiligen Geist gelästert. Genau wo ich jetzt bin, das war der Heilige Geist Gottes, der Geist der Wahrheit. Und du, mein Lieber, Sheriff Sis, sage ich dir für deine Aussage,
Schäme dich und du wirst vor dem Herrn Jesus Christus mit dieser Aussage vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen. Wer bist du, dass du den Geist des Herrn beschmutzt in deinem Mund? Selbst die Satanisten haben nicht Eier genug, um das zu tun. Wer bist du, der du ein Muslim dich nennst und so über den Geist der Wahrheit sprichst? Aber es ist nichts Neues. Und deshalb auf jeden Fall bleiben die Kommentare so lange aus, bis diese antichristlichen Geister auf jeden Fall von diesem Leib verschwinden und zurück dahin kehren, wo der Geist sie auch hingebracht hat. Unglaublich! Niemals siehst du in meinem Leib einen Buddhisten, niemals siehst du einen Hinduisten, niemals siehst du einen Atheisten, der hier die ganze Zeit gegen die Wahrheit ist, seit einem Jahr. TikTok. Nur Muslime sind da, wenn sie die Wahrheit hören, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, um die Erlösung zu vollbringen der Prophetien der Alten. Jedes Mal kommen diese antichristlichen, teuflischen, dämonisierten Menschen in meinem Leib und lästern gegen den Heiligen Geist. Ich habe die Nase voll, dass der Teufel seine Kinder in christliche Lives schickt. Die Muslime, nur Muslime siehst du. Jedes Mal, in jedem Video, in jedem Instagram-Reel, in jedem TikTok-Video siehst du diese Scharlatane und diese Ochsen, diese... Es tut mir leid, aber man erkennt die Kinder des Teufels. Man erkennt diejenigen, die die Wahrheit des Herrn in sich haben und diejenigen, die gegen die Worte des Herrn sind. Der Herr sagt, wer nicht für mich ist, der zerstreut. Ihr zerstreut. Ihr seid die Umma, die dafür da ist, um die Werke des Teufels seit 1400 Jahren zu vollbringen, um Christen und Juden abzuschlachten. Sure 2, Sure 4, Sure 9, 44, bis zu deiner letzten Sure, dein hasserfüllter, schlangenartiger Gott, der meine Geschwister in Syrien abgeschlachtet hat, 50.000 jesidische Frauen vergewaltigt und ermordet hat. Ich habe die Schnauze voll, dass deine bestialische Teufelsreligion in diesem Leib ist und der Geist des Antichristen so einen Schwachsinn von sich gibt. Ich sage dir, voller Heiligen Geistes, Jesus ist der wahrhaftige Christus und das ewige Leben, der Heiland, der Erlöser, Gott manifestiert im Fleisch vor 2000 Jahren. Wer denkt ihr, dass ihr seid, dass ihr vor dem Geist des Herrn so spricht? Ihr werdet vor meinem Vater stehen und vor meinem Vater werdet ihr Rechenschaft ablegen im Himmel. Dein Gender, deine 72 Jungfrauen, deine Pädophilie, deine perversen Religionskünste, die kannst du dir sonst wohin schieben, die wirst du niemals sehen. Du folgst einem Menschen nach. Lies doch mal die Sunna. Ich habe den Koran gelesen. Ich bin syrischer Kurde, sunnitischer Muslim, 18 Jahre, sunnitischer Muslim. Ich habe nicht die Bibel gekannt, ich konnte gar nichts von der Bibel. Aber Gott sei Dank, dem Herrn sei Dank, dass er mir die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, wer die Religion der Wahrheit und wer die Religion des Teufels ist. Wer die Kinder Gottes und wer die Kinder des Teufels sind. Wer die Wahrheit spricht und wer die Lüge spricht. Bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, Jesus Christus, der Herr Jesus hat sein Urteil schon gesprochen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird niemals gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weißt du, ihr, die ihr Muslime hereinkommt und beleidigt seit einem Jahr, in jedem, in YouTube, in Spotify, in Instagram, auf jeder Plattform sehen wir eure antichristlichen Ärsche. Auf jedem christlichen Video sieht man euch. Kein Hinduist, kein Buddhist, kein Atheist, kein Agnostiker, keiner von denen, kein Jeside, kein Alevite. Niemand spricht jedes Mal und kommt in unsere Livestreams oder Videos. Aber ihr, als würde der Teufel sagen, Yalla, Yalla, meine lieben Muslime, Yalla, gehen wir in diesen Livestream und Yalla, gehen wir.
Möge Allah ihn recht leiten. Komm, geben wir ihm diese Worte. Dein Gott, wie kann Gott Mensch werden? Heide, Heide, let's go. Jedes Mal seit einem Jahr sehe ich nur antichristliche Geister, nur Muslime, du siehst keine anderen. Warum? 2 Milliarden Menschen, die an den Sohn Gottes glauben, die Liebe zeigen und sich lieben. 1,8 Milliarden Menschen hier, die den Sohn Gottes verleugnen. Ist das nicht der Kampf von Anfang an? Ist das nicht der Same Abels gegen den Samen Kains? Hat nicht Gott gesagt, ich werde den Samen verändern, dass Kain und Abel, dass da ein Kampf ist? Wer sind die Feinde Gottes im Alten Testament? Sind das nicht die aus dem Stamm Ishmael und Esau, die heutigen Muslime? Sind das nicht von Anfang an im Alten Testament die Feinde Gottes, die Philistiter, Philistin, Palästina? Sind nicht die 4 Reiter der Apokalypse, das schwarze Pferd, das fahle grüne Pferd, das weiße Pferd und das rote Pferd, das das ganze Totenreich nimmt, sind das nicht die 4 Farben eurer islamischen Flagge? Syrien, sogar mein Heimatland haben sie beschmutzt mit dieser Flagge. Irak, Iran, Palästina, Saudi-Arabien, sind das nicht die 4 Reiter der Apokalypse? Ist das nicht der 1. Reiter euer Mohammed? Ist nicht der 2. Reiter Abu Bakr gewesen? Und die 2 anderen Kalifen? Ist das nicht der Viertel, der abgestorben ist aus dem Buch der Offenbarung, was passiert ist im 6. Jahrhundert? Warnt uns Jesus nicht schon von Anfang an, was rasch geschehen soll aus Offenbarung 1? Sagt uns Jesus nicht in Offenbarung 19, dass die Muslime Jesus, den Allmächtigen, sehen werden? Hat Jesus uns nicht prophezeit, dass ihr Muslime euch an die Brust schlagen werdet und sagen werdet, warum habe ich nicht richtig geglaubt? Hat Jesus uns nicht prophezeit, dass er uns erlösen wird und die Kinder des Teufels, ja genau eure Umma, euer Kalifat in Israel vernichten wird? Deshalb, und ihr werdet immer gegen uns sein, weil euer Geist des Feindes ist und wir den Heiligen Geist Gottes haben. Es ist Wahrheit gegen Lüge. Und die Bibel sagt uns, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der Geist des Antichristen in dir, mein lieber Muslim, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes bekennt, der hat den Vater. Die ganzen Assyrer, die ganzen Chaldeer, die ganzen Aramäer vor deinem Islam, arabische Christen, die wussten, ich habe nichts gegen Allah, arabische Christen nennen ihn auch Allah, aber dein Gottesbild im Islam ist laut der Bibel der Teufel und satanisch. 100%. Der Kern des Islams, die Aussagen von deinem Allah und deine Sunna von deinem Mohammed, bestialisch und böse von oben bis unten. Ich kann jetzt mein Laptop aufmachen und wieder eure Quellen zitieren. Wie bestialisch. Und die meisten von euch Shisha, eure Muslimen in Österreich, Deutschland und Schweiz, ihr habt keine Ahnung von dem. Ihr habt keine Ahnung von eurer eigenen Religion. Allah spricht im Koran, wenn ihr nicht auf meinen Weg kämpft gegen die Kuffar, ihr müsst mich töten, laut Mohammed. Hadith, Sahih, authentisch. Wer seine Religion ändert, den tötet. Kommt und tötet mich. Wenn ihr Männer seid, erlöst mich. Ich gehe zu meinem Vater zurück. Tut das, was euer Teufelsgott gesagt hat. Tötet mich, wie Mohammed meine Vorfahren abgeschlachtet hat und bis heute es tötet. Kommt. Und Allah sagt, wenn ihr es nicht tut, wenn ihr nicht gegen die Kuffar kämpft, so werde ich euch bestrafen. Soll ich euch die Sure vorlesen? Bekämpft sie und belagert sie. Sure 293, die Globalisierung des Islams auf der ganzen Erde. Nicht nur Juden und Christen, meine Lieben, die ganze Welt. Das ist die biblische Prophezeiung des Kalifates in der Endzeit. Wenn das Kalifat ausgerufen wird, wenn der Mahdi, der Antichrist, kommen wird und ein Kalifat ausrufen wird. Ich habe die Schnauze voll, dass ihr Muslime kommt und jedes Mal gegen unsere Wahrheit seid. Seit 1400 Jahren seid ihr gegen die Wahrheit. Im 1. Jahrhundert gab es kein Isa ibn Simsala bin Muassalim. Im 2. Jahrhundert nicht, im 3. nicht, im 4., im 5., im 6. schon. Als der Satan sich als ein Engel des Lichts verkleidet hat und im Berg Jabal in der Höhle von Hira Mohammed verführte
Und die Bibel prophezeit es, wenn wir Menschen oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen als das Evangelium, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Wer ist dieses Evangelium? Wer hat knapp 2 Milliarden Menschen in die Irre geleitet? Dein Allah, dein Gottesbild. Wer ist die Hure Babylon aus Buch der Offenbarung? Wer hat Gold an einem Götzenstein wie im Buch der Offenbarung? Der Stein, der in Offenbarung 18 vernichtet wird in Saudi-Arabien. Und jedes Land und jede Nation wird darauf blicken und sagen, wehe, 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 du große Stadt. Ihr versteht nicht, meine lieben Muslime, dass ihr aus dem Stamm Ishmael und Esau seid. Gott hat keinen Bund mit Ishmael gemacht. Gott hat keinen Bund mit Esau gemacht. Ihr seid die Feinde Gottes aus dem Alten Testament. Ihr seid die 4 Reiter der Apokalypse auf euren islamischen Flaggen. Ich wiederhole, das schwarze Pferd, das weiße Pferd, das rote Pferd und das grüne Pferd. Der erste Reiter war Mohammed, der Apokalypse. Der zweite Reiter war Abu Bakr und die 2 anderen Kalifen. In der Bibel seid ihr prophezeit. Die 4 Farben sind auf eure islamischen Flaggen. Bis heute habt ihr das Blut auf euren Flaggen. Was ihr unseren Christen angetan habt. Eure Vorfahren, meine lieben Muslime, die ihr verführt seid, waren alle Juden und Christen. Das ganze Osmanische Reich, das ganze Arabische Reich, das Persische Reich, das Byzantinische, das Römische Imperium. Alles war christlich, bis die Religion der Schlange kam. Und seit heute macht sie Probleme. Der Herr sagt, es wird eine Zeit kommen, wo sie euch töten werden, um meinem Gott einen Gefallen zu tun. Ich habe die Schnauze voll seit einem Jahr, dass ihr Muslime in mein Livestream kommt, mich beleidigt, gegen das Wort Gottes lästert. Hört auf zu sagen, Gott hat keinen Sohn. Doch, Gott hat einen Sohn. Und sein Name ist Jesus Christus, sein Wesen, sein ewiges Leben. Das Leben ist im Sohn, sagt die Bibel. Psalm 2, Vers 7, Altes Testament. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, wenn dein Gott, der sich Allah nennt, keinen Sohn hat, und verleugnet, dass er Vater ist, verleugnet, dass er einen Sohn hat, dann ist er laut der Bibel der Teufel, der Antichrist, der den Vater und den Sohn verleugnet. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22 und 23. 1. Johannesbrief und Kapitel 4, Abvers 1 bis 8. Und 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 1 bis 8. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus, das Wort Gottes, Gott manifestiert im Fleisch ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, jeder Mensch, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, dass das Wort Gottes, Gott nicht ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Es geht um deinen Geist. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Wenn ihr sagt, ihr glaubt an Allah, es tut mir im Herzen weh, wenn ihr das sagt. Wir glauben an Allah, aber nicht an den Sohn. Es tut mir im Herzen weh. Ihr kennt den Vater nicht. Ihr kennt ihn nicht. Ihr wisst nicht die Liebe Gottes. Ihr kennt es nicht. Ihr habt nicht die Empathie des Allmächtigen. Lesen wir mal, was der Herr darüber sagt. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, gepriesen seist du, erbarme dich über mir, einen Sünder, o Herr. Vergib mir, Vater, in Jesu Namen für meine Impulsie und meine Aufregung. Vergib mir, Vater, in Jesus Namen. Aber ich will nicht mehr diese antichristlichen Geister in meinem Livestream, die nur lügen. Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was zu tun. Sie wissen es nicht. Ihr wisst nicht, dass Jesus euer Gott ist, meine lieben Muslime. Ihr wisst es nicht, ihr erkennt es nicht. Jesus sagt, niemand kann es euch sagen, wenn nicht mein Vater im Himmel euch offenbart, wer ich bin. Der Vater hat euch nicht offenbart, wer Jesus ist. Der Geist des Antichristen sagt euch, er wäre nur ein Prophet. Der Teufel täuscht euch, von oben bis unten. Aber wer die Wahrheit wissen will,
Der sucht sie in den Aussagen von Jesus selbst, was er von sich gesagt hat. Und wenn ihr hört, was Jesus sagt, dann lest ihr auch, dass der Vater durch den Sohn spricht. Wenn ihr sagt, wir glauben nicht an den Sohn Gottes oder wir glauben nicht an das, was die Bibel sagt, weißt du, was ihr sagt? Ihr sagt, der Vater ist ein Lügner. Er hat gelogen. Das meint ihr. Ihr nennt den Vater einen Lügner, dass er durch seinen Sohn gelogen hätte. Und wir wissen, dass Gott wahrhaftig ist. Und Jesus sagt in Johannes 17, dein Wort ist wahr. Weißt du, was ihr sagt? Ihr blasphemiert gegen den Heiligen Geist und ihr nennt Gott, den Vater, einen Lügner. Ihr nennt das allmächtige Zeugnis des Vaters über seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus einen Lügner. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern ewiger Zorn des Allmächtigen bleibt auf diesem Menschen. Das seid ihr, meine lieben Muslime, die ihr immer kommt und hetzt und beleidigt in meinem Livestream. Ja, natürlich verliere ich hier den Verstand gleich wegen euch. Seit einem Jahr muss ich mir das anhören. Ihr habt mich bedroht. Ihr habt gesagt, ich werde dich töten. Ihr habt mir den Tod gewünscht. Ihr habt mich verfolgt, ihr habt mich beleidigt, ihr habt gegen den Heiligen Geist, ich habe 100 Kontos von euch gesperrt, weil ihr gegen den Heiligen Geist gelästert habt. Und da merkt man, derselbe Geist, der in den Pharisäern gegen Jesus gelästert hat, derselbe Geist ist auf euch, der ihr lästert. Dasselbe, was die Pharisäer vor 2000 Jahren gemacht haben, tut ihr. Derselbe Geist, der sie in die Verdammnis gebracht hat, der bringt euch auch dahin, wenn ihr nicht Buße tut. Und an das wahre Evangelium glaubt. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mir, o Herr. Vergib mir, Vater, im Namen Jesus Christus, Herr. Erleuchte sie mit geistlichen Augen. Lass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie befreien. Denn wenn du, Herr Jesus, sie befreist, dann sind sie wirklich frei. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich suche nicht die Ehre bei den Menschen. Ich werde bis zu meinem Tod die Wahrheit des Evangeliums predigen. Ob es mich den Tod kostet, ist mir egal. Mein Name ist im Buch des Lebens durch die Gnade Gottes. Da steht, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich sterbe für diese Wahrheit. Und so sind die Aposteln gestorben für die Wahrheit. Die nicht einen Salami wassalam Isa ibn Maryam verkündigt haben und keinen Mohammed simsalabim wassalam. Nein, der eine ist in den Schmelzofen geworfen worden, der eine ist enthauptet worden, der eine wurde von einem Speer durchbohrt für die Wahrheit. Für wen? Für das, was sie gesehen haben. Gott in Menschengestalt bis zum Kreuz. Bis zur Auferstehung haben sie alles gesehen. Für diese Wahrheit würde ich auch sterben. Ihr seid die Feinde des Kreuzes. Der Islam ist der Feind des Kreuzes. Ihr seid der Abschaum des Erdkreises. Und möge der Herr mir vergeben. Und das ist auch kein Hass. Enttäuschung ist das. Das ist Enttäuschung, dass der Satan es so weit geschafft hat. Ich zitiere Abdul Bara, euren ach so geliebten radikalen Sheikh. Wenn Isa Jesus zurückkommt, dann wird er das Schwein töten und das Kreuz wird er brechen. Ihr Heuchler, ihr Hypocrites, ihr Feinde des Kreuzes, ihr wisst nicht, dass euer Gott, den ihr anbetet, meine lieben Muslime, durch das Werk am Kreuz gerichtet wird. Jesus sagt, jetzt geht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt, der Satan, hinausgeworfen werden. Natürlich bringt er eine Religion raus, um genau das zu verleugnen, damit ihr nicht das ewige Leben erwartet. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mir, o Herr, vergib mir und öffne ihnen die Augen. Danke, Umut, danke, Bianca, danke für die anderen, für die Geschenke. Leute, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit die Kommentare los habe, aber es muss ausgesprochen werden. Wenn die anderen nicht die Eier dazu haben, auf TikTok die Wahrheit zu sagen über diese Religion und über die
Feinde des Kreuzes, ich habe die Cojones und ich spreche die Wahrheit und ich schäme mich nicht für die Wahrheit und ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich würde vor 2 Milliarden Muslime dieselbe Botschaft sagen. Vor allen Muslimen, gib mir ein Mikrofon und ich verkündige euch den gekreuzigten Nazarener in Ewigkeit, den heiligen Christus. Ich habe die Wahrheit in Christus gefunden. Er hat sich mir geoffenbart. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand wird zum Vater kommen, als nur durch den Sohn Gottes. Tötet mich, beleidigt mich, hasst mich, liebt mich. Ich suche nicht Ehre bei Menschen, sondern die Ehre Gottes. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und die scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, die geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch habt ihr seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, dem Sohn Gottes, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht die Ehre von Menschen. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr die Ehre voneinander nehmt und die Ehre dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Ein anderer ist es, der euch anklagt. Moses, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt, oder euren Mohammed. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Genau der Vers, den dein Scharlatan-Prophet gestohlen hat. Dieser Vers ist auf euch gerichtet. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht meinen Vater, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft, wer den Sohn Gottes verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Ihr habt schon euren Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ihr glaubt nicht den Worten des Vaters, meine lieben Muslime.
Möge der Herr sich euch offenbaren. Vater, vergib ihnen. So. Das musste mal gesagt werden, das Ganze, was ich gesagt habe. Möge der Herr mir vergeben, aber seit einem Jahr nur antichristliche Geister am Hetzen und Beleidigen. Seit einem Jahr. Überall siehst du Muslime nur am Kommentieren und am Weinen gegen Christen. Ich brauche ein Glas Wasser, Leute. Wo ist die Fernbedienung? Ach, Jesus. Ich bin froh, ich sag's euch, ich bin froh, dass 350 Menschen mir vorhin zugehört haben. 350, ich hab's gesehen. Da waren locker 100 bis 150 Muslime dabei. Ich bin dankbar, dass diese 100 bis 150 Muslime das gehört haben und dann aus dem Live rausgegangen sind. Ich bin froh. Ihr habt es gehört. Guck mir noch mal ins Gesicht. Okay? Hat Jesus dir gesagt, ihr sollt die Muslime beleidigen? Kennst du mich seit einem Jahr? Muslime haben mir den Tod gewünscht. Ja? Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes 8, 24. In Johannes 8, 44, nachdem Jesus alle Wahrheiten gesagt hat und die Juden immer noch nicht geglaubt haben, sagte Jesus zu ihnen, in Vers 44, Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er eine Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügensohn. Wenn Jesus zu den Juden, die nicht an den Sohn Gottes, an ihn geglaubt haben, gesagt hat, dass sie den Teufel zum Vater haben, was würde Jesus zu den Muslimen sagen? Bingo! Du hast es erraten. Ich brauch's nicht mal aussprechen. Genau dasselbe. So. Seit einem Jahr werde ich beleidigt. Ich werde verfolgt. Mir wird mit dem Tod gedroht in allen Bereichen.
Ich werde beleidigt, meine Toten werden beleidigt, meine Mutter wird beleidigt. Ihr Internet-Rambos antichristlichen Geister. So, und weil ich ein Machtwort gesprochen habe über diese ganzen Kinder des Ungehorsams, die Bibel prophezeit, jeder, der nicht den Heiligen Geist hat, der ist mit dem Teufel. Der muss erlöst werden. Ich wurde beleidigt. Ahlos sahlan sarjava. Okay. Vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Ich wurde mit dem Tod besiegelt von denen. Ahlos sahlan sarjava. Bitteschön. Möge Gott dich segnen. Nimm aber ein scharfes Messer oder eine 4 mm, damit es schnell geht und ich zurück zu meinem Vater kann. Jani, ich habe mit mir machen lassen, alles, seit einem Jahr TikTok, nur weil ich Gottes Wort sage. Und dann spreche ich ein Machtwort und irgendwelche Orangutans, die mich nicht kennen, sagen, warum beleidigst du Muslime? Nein, Khalas, ich bin falsch, ist in Ordnung. Bedrohen mit dem Tod ist ja menschlich. Nein, ich bin falsch. Du hast recht. Warum? Wenn du einen gesunden menschlichen Verstand hast und alle deine Intelligenzquotienten und deine Gehirnzellen, denk darüber nach. Nimm nicht nur deine linke Gehirnhälfte, versuch auch die rechte zu nehmen und darüber nachzudenken. Ich liebe die Muslime vom ganzen Herzen als Person. Komm zu mir nach Hause, wir trinken Tee. Ich mache dir Sujuk mit Eier. Aber ich hasse den Teufel und den Geist des Antichristen und das Böse, die Muslime täuschen und nicht an den Sohn Gottes glauben lassen. Das ist ein Geist. Jeder hat einen Geist. Wir haben den Geist Gottes, der an den Sohn Gottes glaubt und bekennt. Das ist der Geist Gottes. Der Geist des Antichristen, des Feindes, verleugnet der Sohn Gottes. Atheisten verleugnen den Sohn Gottes, Geist des Antichristen. Buddhisten, Hinduisten, Antichristen. Muslime, Antichristusgeister. Der Teufel hat seine Kinder auf dieser Welt. Jesus sagte, das Acker ist die Welt. Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der gute Samen sind die Kinder des Reichs. Der Teufel gibt auch seinen Samen hinein. Das ist das Unkraut. Die Schnitter, die den Samen sehen und das Unkraut, sind die Engel am Ende der Tage. Am Ende wird Gott aussenden und wird den Weizen, die Kinder Gottes, in die Scheune bringen, in das Reich Gottes. Den Spreu aber, das Unkraut, die Kinder des Teufels, wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Muslime, die nicht an den Sohn Gottes glauben, sind nicht der Weizen in der Scheune. Sie sind das Spreu und das Unkraut, wenn sie nicht Buße tun. Ich sage euch die Wahrheit, das ist ein Gleichnis von Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Das Spreu, der Weizen, das ist Wahrheit. Das Weizen sind die Kinder Gottes, die Schnitter sind die Engel. Sie werden sie ins Reich Gottes bringen. Den Spreu und das Unkraut werden sie herausreißen, die Kinder des Teufels, und ins unausschließliche Feuer bringen. Ihr werdet selber sehen, was die Wahrheit ist, wenn euer Knie sich beugen wird vor dem Herrn Jesus Christus eines Tages. Ich freue mich an dem Tag. Nicht an dem Tag, dass ich sehe, dass Milliarden, 6 bis 8 Milliarden Menschen, bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sind es sowieso ungefähr von Adam und Eva bis zum letzten Menschen dann. Es wird mich nicht freuen, dass Milliarden von Menschen in die Feuersee kommen, weil sie das Zeugnis des Vaters nicht geglaubt haben, wie ihr Muslime es nicht glaubt. Ich werde mich nicht freuen. Aber ich werde mich freuen, wenn ihr mit euren Augen meinen Herrn und meinen Erlöser, meinen Vater, Jesus Christus, in seiner Allmächtigkeit seht.
Wenn euer Knie sich beugen muss und eure Zunge bekennen muss, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auf diesen Tag freue ich mich. Dass Johannes in der Vision gesehen hat, meine lieben Muslime. Er hat die Vision schon gesehen. Es ist schon niedergeschrieben, das Buch der Offenbarung. Es ist schon. Die Prophezeiung wurde gesehen und sie wurde niedergeschrieben. Und die Prophezeiung besagt, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde ist und unter der Erde ist, bekennen wird, alle Ehre dem Vater, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt die Ehre und der Macht und der Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wurde gesehen, die Prophezeiung ist schon erfüllt, aber wir müssen es noch durch die Zeitlinien ausleben, die Zeit, denn Gott ist außerhalb von Raum und Zeit und hat Johannes außerhalb von Raum und Zeit die Vision gegeben. Aber wir müssen noch ausleben. Noch mehr Erdbeben, noch mehr Hungersnöte, noch mehr, die das Christentum verlassen und sich dämonischen Geistern eineignen werden, noch mehr Muslime, die den Islam aber auch verlassen und Christen werden. Wir werden das alles durchleben. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird sich verfinstern, der Mond wird wie Blut sein, die Sterne im Himmel, im Kosmos werden ihre Bahnen und alles. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes auf dem Himmel erkennbar und die Muslime werden sehen. Warum waren wir so? Warum haben wir nicht geglaubt? Es ist niedergeschrieben, es ist prophezeit worden, es wurde schon gesehen. Es ist alles schon so, wie es im Buch der Offenbarung ist. Und wir müssen es nur noch ausleben. Wir müssen die Zeitlinie der dreidimensionalen Welt noch ausleben. Stück für Stück werdet ihr sehen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Es wurden schon 2000 erfüllte Prophezeiungen gemacht. Glaub mir, es fehlt nicht mehr viel. Genau wie das alles schon prophezeit ist. Altes Testament, Jesus, Messias, Prophezeiung. Dann ist er gekommen, der Messias, in seiner Schöpfung, der Sohn Gottes. Alles, wie das alles schon passiert ist. Von Adam und Eva bis Jesus. Glaube mir, es wird zu Ende gebracht werden. Ihr werdet es mit eigenen Augen sehen. Meine lieben Muslime und meine lieben Atheisten und egal wer mir zusieht und nicht gerettet ist, ihr werdet es mit eigenen Augen sehen. Also hat sich, als Jesus dir auch geoffenbart hat, immer Muslime zu beleidigen? André, du bist von allen guten Geistern verlassen, mein Lieber. Ich sag's dir. Ich hab gerade mit der Wand geredet. Der kommt mit seinem zweiten Account, Leute. Dem geht's gar nicht gut. Bist du zurückgeblieben? Ernste Frage, bist du zurückgeblieben? Geht's dir gut? Anscheinend nicht. Der Islam ist doch die Weiterführung vom Christentum. Weißt du, was der Islam ist? Der Islam ist die Warnung von Jesus. Die Weiterführung. Also, das ist mir neu. Hat Jesus nicht gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten? O Herr, o Herr, lass nicht nur deinen Geist auf diese Menschen senden, sende auch ein bisschen Verstand und Menschlichkeit und Erkenntnis. Lächel mal. Ach. Leute, ich weiß nicht.
Möge Allah dich nicht vergeben. Dankeschön auf jeden Fall. Möge Gott dir vergeben, der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, ne, und nicht dein Schienbein. Die Vergebung deines Schienbeins brauche ich nicht. Gott segne dich. Der Koran können sogar Kinder auswendig. Ja, ich kann auch das Titellied von Weihnachtsmann und KKG fast auch auswendig. Weihnachtsmann. Hat dich Jesus beauftragt, Muslime zu beleidigen? Egal wie du. Danke, dass du obest von mir bist. Auf Wiedersehen, hol dir deinen vierten Account. Ich habe deine Frage schon beantwortet. Du Hypocrite, du Heuchler, Schlangenbrut. Ich sag's dir, hol jetzt deinen vierten Account, möge der Herr dich segnen. Keiner spricht über die satanischen Verse im Islam. Ja. Wo steht im Koran, tötet die Ungläubigen? Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seht ihr meinen Herrn und meinen Gott Jesus Christus? Und jetzt lesen wir ein paar Verse aus dem Koran. Weil die Muslime ihr eigenes Buch nicht kennen, das voller Widersprüche und hasserfüllte Nachrichten ist. Sie wollen es auf die harte Nummer und kriegen sich nicht ein. So geben wir ihnen die Wahrheit, damit sie den Mund zumachen und nicht mehr reinkommen, um zu lügen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Muslime schon gelogen haben in meinem Livestream. Ich wette, über Tausende, über Zehntausende haben schon gelogen, gegen den Heiligen Geist gelästert und vieles. Willkommen, meine lieben 315 Menschen. Willkommen in einem christlichen Live, wo der Islam nichts zu suchen hat, wenn sie mich beleidigen, da eure muslimischen Brüder und Schwestern. Willkommen, wir haben von einem Muslim die Aussage, wo steht im Koran, wo Allah befiehlt, ungläubige Kafir zu töten. Ich bin ein Ex-Muslim, 18 Jahre sunnitischer Muslim, Allah gesucht, Allah angebetet, Dua gemacht und Koran gelesen. Allah war nicht da. Er war zu stolz, um sich zu offenbaren. Das fliegende Schienbein wollte nicht. So, dann habe ich im Namen Jesus mal einmal gebeten und Gott hat sich mir geoffenbart in Jesus Christus. Seitdem, ich war ein Drogenabhängiger, ich war im Gefängnis, ich war süchtig nach vielen und Gott hat gesagt, du bist mein Kind, ich werde dich auserwählen. Und trilili trallili tru bin ich hier und verkündige den gekreuzigten wahren Jesus aus der Bibel und kein Simsalabim Salami Wasallam Isa, der nicht existiert, sondern Jesu el Messih al Reb. Yeshua ben Zaret, Jesus Christus, Jesus Christus, Jehoshua, HaMashiach, der gekreuzigte Nazarener, den alle geglaubt haben bis zum 6. Jahrhundert, der Teufel die Religion des Täuschung gebracht hat, die bis heute uns Juden und Christen abschlachtet. Eure Vorfahren, meine lieben Muslime, sind eure Vorfahren. Vor 1400 Jahren wart ihr alle Juden und Christen, außer die Götzendiener von euch, von dem Stamm Quraishi, die noch gelebt haben, wie Mohammed auch ein Götzendiener war,
wie die Quraishis. Wer kein Jude und kein Christ war, der war ein Heide, ein Pagan, babylonischer Götzenanbeter. Wie die satanischen Verse vom Islam, die wenige Muslime kennen. Mohammed verurteilt den Teufel für diese Verse. Der hätte mehr ihn verurteilen sollen für die ganze Offenbarung. Und jetzt lesen wir mal ein paar Sachen aus eurem Buch und wir gucken, ob ich lüge oder ob ich die Wahrheit sage. Aus eurem Buch. Aha, sehr schön. Wunderschön. Eine wunderschöne Seite, die man wunderschön lesen kann. So. Jetzt lesen wir mal alle zusammen mit, okay? Shababs, meine lieben Habibis, meine lieben Muslime. Kampfbefehle im Islam. Nach jedem Islam-Terroranschlag betonen Politiker und Journalisten immer wieder, der Islam sei eine friedliche Religion. Und die im Namen des Islams verübte Gewalt weltweit habe nichts mit dem Islam zu tun. Liest man jedoch den Koran und betrachtet die islamische Geschichte vom 6. Jahrhundert bis heute, so stellt man fest, dass radikale Muslime im Grunde nur ausführen, was der Koran vorschreibt. Denn es finden sich zahlreiche Kampfbefehle im Islam von ihren Allah an bei einer zusammengefassten Version von verschiedenen Suren, die wir jetzt lesen werden zusammen. Wir fangen an. So, diejenigen, die den Geist der Wahrheit haben, diejenigen, die den Heiligen Geist haben, für euch habe ich eine Aufgabe. Wenn ich das jetzt lese, sagt ihr mir durch den Heiligen Geist, wenn ich die Kommentare wieder öffne, sind das die Worte Gottes oder des Teufels? Ganz einfach, weil ich durch den Heiligen Geist, wenn ich heutzutage den Koran lese, weiß ich, was das für ein Wort ist. Damals nicht, als ich getäuscht war wie sie. Okay, ihr seid meine Zeugen. Sure 2, 191. Und tötet sie, wo immer ihr sie trefft, und vertreibt sie, wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei den geschützten Gebetsstätten, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solche Art ist der Lohn der Ungläubigen. Wow. Meine lieben Juden und Christen und Atheisten und alle auf der Erde, euer Lohn ist es, getötet zu werden, weil ihr nicht an Allah glaubt. Weil ihr nicht an den Widersacher glaubt. Ganz klar, aus der Bibel ist das der Widersacher. So, Sure 2, 193. Weiter geht's, zwei Verse weiter. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es keine feindselige Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Also nicht nur gegen Kafirs sollt ihr kämpfen, sondern gegen die ganze Welt, bis die ganze Welt nur die Religion Allahs ist. Erinnert, ist das nicht der Teufel, der möchte, dass die ganze Menschheit speziell ihn anbetet durch irgendeine Religion und die Weltherrschaft möchte? Okay. Sure 4, 47. So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das jenseitige verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem wird Allah gewaltigen Lohn geben. Also die ganzen, die sich in die Luft sprengen mit Granaten, die sich in die Luft sprengen und Christen mitnehmen in den Tod, sie machen einfach nur das, was Allah gesagt hat. Allah gibt den großen Lohn, wenn sie die Kafir töten. Ah, ihr werdet euch so gewaltig täuschen, wenn ihr wirklich seht, was auf euch erwartet. Wenn ihr wie ein Tunnel in den Erdkern reinkommt und langsam die Hoffnung verliert und eure Seele sagt, du wirst niemals da rauskommen. Weiter geht's. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg. Und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. Allah nennt
Jahwe, den allein wahren Gott aus dem Alten und Neuen Testament, nennt er falschen Gott. Luzifer überhebt sich gegen Jahwe. Wow. Dein Allah tut das. So kämpfst gegen die Gefolgsleute des Satans. Ui. Die größte Täuschung, dass ihr denkt, dass ihr das für Gott macht, obwohl der Teufel euch genau das aufgibt, aber sagt, versteht ihr die Täuschung? Krass. So kämpft auf Allahs Weg. Du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht. Du sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Allah ist stark an Gewalt und Bestrafung. Das klingt für mich wie im Griechischen Ares, der Kriegsgott, der Gewalttätige und der Bestrafende. Sure 4, 89. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von keinen Vertrauen, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Also wirklich. Das Witzige ist aber, dass Allah gleichzeitig die Juden und die Christen in verschiedenen Versen diejenigen sagt, dass sie die Rechtleitung des Injils haben. Ne? Und gleichzeitig nennt uns so. Also der Widersacher muss sich mal entscheiden, was wir sind. Moment. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, dies und der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden. Was zur Hölle? Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten, obwohl sie die Feinde eigentlich sind, aber sie täuschen euch mit den Worten, und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, indessen der alle, sie alle gesamt getötet oder gekreuzigt werden, sodass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Was zur Hölle? Allah befiehlt Juden und Christen und Atheisten, ihnen Hände und Füße abzuschneiden und allesamt zu töten und zu kreuzigen. Ihr glaubt das. Ihr glaubt, das ist Gottes Wort. Ihr glaubt, das ist das Wort Gottes. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Geht es euch gut, dass ihr sowas glaubt? Lasst ihr euch so einfach täuschen? O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Sura 8,65. O Prophet Mohammed, sporne die gläubigen Muslime zum Kampf an. Sura 9,14. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, die in die Schande stürzen, euch zum Sieg verhelfen und Herzen der Gläubigen heilen. Sure 9,20. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten, sind in Allahs Weg eiferten mit Glut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Die höchste Stufe im Totenreich. Sure 9,29. Kämpft wieder jene von denen, welchen der Schiff gegeben ward, die nicht glauben an Allah. Die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben und nichts kennen, Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand geben, gedemütigt eintreten. Also nochmal, Juden und Christen müssen bekämpft werden. Würde Jesus und der Vater so ein Buch rausbringen, um seine eigenen Kinder zu töten? Weil davor war das Injil. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Allah sagt, hasst eure Feinde. So, jetzt ist meine Frage, würde Jesus und der Vater so ein Buch runterbringen und sagen, 600 Jahre später, jetzt könnt ihr meine Kinder töten. Alle Juden und Christen, meine lieben Muslime,
Let's go. Seid ihr so getäuscht vom Teufel, ist meine Frage, dass ihr das glaubt. Du, Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng gegen sie. Ihre Wohnung soll die Hölle sein. Mohammed bekommt durch einen Engel Kampfbefehle. Mohammed bekommt durch einen Engel Mordkommandos gegen Juden und Christen und Atheisten. Die Bibel sagt, der Satan verkleidet sich auch als ein Engel des Lichts. Die Bibel sagt auch, wenn wir Menschen oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen, der sei verflucht. Wer ist dieser Engel, der Mohammed solche Verse gibt, um zu töten? Bingiri bangiri wu? Luzifer. Luzifer. Der gefallene Cherubim hat ihm diese Verse gegeben. Ich könnte jetzt weiterlesen, zweite Seite. Ich bin nicht mal mit der ersten Seite fertig, aber ich kriege Kopfschmerzen von diesen ganzen ekelhaften Mordkommandos. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das lese. So, jetzt ist meine Frage. Ist das das Wort Gottes oder des Teufels? Und an die Muslimen auch. Ist es das Wort Gottes? Denkt ihr das? Das, was ich gerade gelesen habe? Scheitans Wort. Bravo. Das des Teufels. Bravo. Es ist eine Anleitung zur Beseitigung. Dankeschön. Ja, es ist auch eine Anleitung zur Beseitigung. Also wer einen natürlichen, gesunden, menschlichen Verstand hat und diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe von Koran, sagt, das ist Wort Gottes. Ich sage dir ganz ehrlich, der Widersacher lebt in dir und er täuscht dich. Also jeder, der einen gesunden, menschlichen Verstand hat, auf jeden Fall. Weshalb werden Muslime dann von Christen und Juden getötet? Du bist die Definition einer 1,5 Gehirnzelle. Jesus sagt uns, ihr werdet verfolgt werden und ihr werdet getötet werden. Niemand, wir töten niemanden. Ein Christ, der Jesus nachfolgt, der wird dir nicht mal so die Haare krümmen. Ich wusste nie, dass sowas im Koran steht. Ja, mein lieber Paul, dann kommt zum Heiland, zum Erlöser, der gesagt hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren in die Hölle geht, sondern ewiges Leben hat. Das sind die Worte des Vaters, das sind die Worte des lebendigen Gottes. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Damit besteht das Gericht, dass das Licht Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis, ihre Sünden und den Geist des Antichristen mehr als das Licht Jesus, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht, den Herrn Jesus, damit er nicht zum Licht kommt. Und jeder, der die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, zum Herrn Jesus, damit seine Werke offenbar sind, dass sie in Gott getan sind. Jeder, der den Heiligen Geist hat, der weiß, dass Jesus der Herr ist. Und jeder, der ihn nicht hat, der verleugnet ihn. Der Islam ist in Jesaja 66 im Propheten, im Alten Testament prophezeit, dass es vernichtet wird. Ich stürme auf jeden Fall mal diese sogenannten friedlichen Menschen hier. Wie gesagt, das ist ein christlicher Live. Wenn du nicht willst, adios, amigos, muchacho.
Wir warten mal kurz. Ich gebe dem Teufel kurz keinen Raum. Nun redete Jesus wiederum zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa selbst töten, der er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, Jesaja 43,11 aus dem Alten Testament, der allein wahre Gott spricht hier. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, nämlich Gott, das meint er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr alle in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch gesagt habe. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er von Gott, dem Vater, zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen:
Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällig ist. Als er dies sagte, glaubten viele an Jesus. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt haben: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechtes gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn Gottes bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, bei Gott. So tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, die Muslime heuchlerhaft, wir haben auch Abraham zum Vater, wie die Juden würden die Muslime das Gleiche sagen. Aber wenn ihr Abraham zum Vater hättet, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott, den Vater, gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott, den Vater, ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Weil aber ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Sagen wir nicht mit Recht, dass du einen Samariter bist und einen Dämon hast? Aha. Also nachdem man hart predigt, durch den Heiligen Geist die Wahrheit sagt, wie die Muslime: Er hat ein Djinn, er hat ein Djinn, ein Dämon, er ist besessen. Genau dieselbe Lästerung haben die Juden auch hier getan. Ihr tut die Werke eures Vaters, meine lieben Muslime. Genau den Vater, den ich gerade beschrieben habe, in Vers 44, den Widersacher. Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon. Ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht. Und der richtet: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Lästern wieder gegen den Heiligen Geist. Abraham ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Merkt euch das, meine lieben Muslime. Abraham ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten sind auch gestorben? Was machst du aus dir selbst? Bist du größer als ein Prophet? Bist du größer als Abraham? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.
Da sprachen die Juden zu Jesus: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Abraham war Jahrtausende vor Christus. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, noch ehe Abraham war, geboren wurde, bin ich. Er verwendet hier den Namen Gottes aus 3. Moses. Moses geht zu den Israeliten im brennenden Dornbusch damals und sagt ihnen: Ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Geh hin zu den Israeliten und sag: Ich bin, hat dich gesandt. Jesus sagte: Bevor Abraham wurde, bin ich, und verwendet den Namen des Herrn. Und darum wollten sie ihn auch steinigen in Vers 59. Merkt ihr, meine lieben Muslime, Jesus würde das Gleiche zu euch sagen. Ihr habt weder Abraham zum Vater, weil ihr nicht sein Same seid. Ihr habt weder Gott zum Vater, noch erkennt ihr ihn. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt: Wer den Sohn erkennt, der erkennt den Vater. Ihr erkennt den Sohn nicht. Ich bin sowas von müde heute. Ich sag euch, ich habe heute so viel gesagt und getan und dennoch sind sie blind und hören nicht. Wie die Juden. Sie haben die Wunder gesehen von Jesus, was er getan hat. Alles, was Jesus gesagt hat vom Heiligen Geist, was der Vater, der allmächtige Vater, durch den Sohn gesprochen hat. Und bis zum Ende glaubten sie nicht. Denkt ihr wirklich, diese Strohmänner, die mich beleidigen und mich hetzen, diese ganzen Muslime, die nur lügen in meinem Chat, glaubt ihr wirklich, sie werden jetzt glauben, einfach so? Niemand kann zu mir kommen, spricht der Herr Jesus, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht den Menschen die Seele zu mir und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Vater hat mich gezogen vor 6 Jahren aus dem Islam. Der Vater zieht Millionen Muslime aus dem Islam und viele Atheisten. Hat der Vater dich gezogen, ist die Frage. Oder eben nicht. Guck, 100 Menschen sind weg, wenn man Gottes Wort lehrt. Habt ihr gesehen? Darum habe ich jetzt Gottes Wort gelehrt. Damit diese ganzen 100 Menschen, die mich nur am Beleidigen waren und nur für die Kommentare da waren, damit sie das hören und dann weggehen. Darum habe ich gerade gepredigt. Und ich habe Rückenschmerzen, ich bin müde, ich will nicht mehr. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest im Namen Jesus Christus. Der Erlöser ist geboren, ist in seine Schöpfung gekommen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus kam in sein Eigentum. Doch den Seinen, die Menschen, nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, auch die Kinder Gottes zu werden. Denen, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben, die weder aus dem Fleisch noch aus dem Mann noch aus dem Willen von irgendwas geboren sind, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. So, ich wünsche euch alle Gottes reichlichen Segen. Lasst euch nicht täuschen. Erkennt den Heiligen Geist und den Geist des Irrtums. Der Geist der Wahrheit, der an den Sohn Gottes glaubt, und den Geist des Irrtums, der den Sohn Gottes verleugnet. Möge der Herr dich und deine Familie segnen. Ihr alle Muslime, die mich heute beleidigt habt und gegen mich gelogen habt und gegen mich gehetzt habt. Ich wünsche euch Muslime auf jeden Fall, dass ihr den wahren Jesus aus der Bibel erkennt. Wer den Sohn erkennt, der erkennt den Vater. Wenn ihr Jesus wirklich erkennt, habt ihr Gott den Vater erkannt. Ich bete für euch Muslime, dass ihr die Wahrheit findet, und die Wahrheit wird euch wirklich frei machen von allem, wie sie mich befreit hat. Und auf jeden Fall, was hat er geschrieben? Hab ich mich verlesen? Gott hat keine Feinde. Doch Gott hat Feinde. Jesus, der Vater, spricht zum Sohn: Wenn alle Feinde unter dem Schemel deiner Füße sind, dann wird der Zorn Gottes vergehen. Der Zorn Gottes bleibt so lange, bis die Feinde Gottes allesamt vergehen. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, Alan Seelengewinner, folgt mir dort auf jeden Fall, ich antworte jeden. In diesem Monat haben 2 Ex-Muslimas mit mir gesprochen. Diese 2 Ex-Muslimas haben beide den Islam verlassen. Und 2 andere, glaube ich, 2 Männer haben auch den Islam verlassen und sind jetzt Kinder Gottes geworden. So, ich schreibe euch mal Instagram, Alan Seelengewinner.
So. Wie gesagt, der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott mit euch, Immanuel, die Jungfrau wird gebären. Das tat sie. Vor 2000 Jahren ist der Messias geboren. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer das nicht bekennt, der ist aus der Lüge. Wer das bekennt, der ist aus der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin ein König. Ich bin dazu in die Welt geboren und dazu gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Hörst du seine Stimme? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, die Kinder Gottes, sind größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Hörst du die Stimme Gottes? Hast du eine Beziehung zu ihm? Das kannst du nur durch den Sohn Gottes. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Sohn des Menschen, Jesus Christus. Hast du die Brücke, hast du die Wahrheit oder glaubst du weiterhin an deine fünfmal am Tag Götzengebete Richtung einen Stein? Jesus sagt, die wahren Gläubigen, die wahren Anbeter, Johannes 4, werden in Geist und Wahrheit durch den Heiligen Geist den Vater anbeten. Und der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Von solchen möchte der Vater angebetet werden und nicht fünfmal am Tag Richtung einen Stein mit eurer Robotergebete und eure Zaubersprüche, meine lieben Muslime. Nein, durch eine Herzensform von Kommunikation, wie du dich fühlst und was Tatsachen ist. Ne? Der Herr segne euch auf jeden Fall. Macht's gut, meine Lieben. Genug Wahrheiten gesplittet. Ich habe genug gesplittet. Ich bin müde. Gott segne euch. Instagram, Alan Seelengewinner. Dein Allah kann niemanden recht leiten. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Geist des Antichristen leugnet den Sohn Gottes und die Gottheit Jesu. Der Geist des Antichristen. Du wirst getäuscht. Möge der Herr dir die Augen öffnen. Allah hört dich nicht. Er hat mich 18 Jahre nicht gehört. Dein Allah hat mich 18 Jahre nicht gehört. Einmal habe ich im Namen Jesus gebeten. Er hat sich mir offenbart. Gott hat sich mir offenbart in Jesus Christus. Einmal. Einmal habe ich gebeten im Namen Jesus. Sofort. Antwort. Der Herr segne euch.